Hallo und herzlich willkommen zurück zur Obscur. Ja, ich stehe noch hier vor der Tür und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was erwartet uns jetzt denn hinter dieser Tür? Ich habe gar keine Lust, die Tür zu öffnen. Naja, gut. Wir brauchen ja unsere Sachen wieder. Ein Lagerraum. Mit ganz vielen Käfigen, ja. Schön. Okay. Was haben wir hier? Nichts. Spritzen, seltsame Dinge. Mhm. Gut, in jeder guten Schule sind auch Spritzen. Liste blockiert den Durchgang. Ah ja. Ja, ja. Das, also würde ich auch nicht hochkommen. Die Kiste blockiert wirklich alles. In den Käfigen ist nichts weiter drin. Hab Angst, dass mich hier irgendwas anspringt gleich. Da ist auch eine Käfigtür offen. Woher kommt dieses Licht? Können wir ja gleich mal gucken, wo das Licht herkommt. So, in den Käfigen ist nichts. Reinkommen wir auch nicht. Oh, oh, da ist schon Blut. Hm. Das sieht sehr gut aus. Hab ja schon eine richtige Lust, hier weiterzugehen. Was könnte hinter der Tür sein? Auf jeden Fall ist sie verschlossen. Ah ja. Dann werden wir es wohl nie rauskriegen, was hinter dieser Tür ist. Wie schön. In den Käfig kann man nicht reingucken, aber ist wohl nichts. Noch mehr Spritzen. Ah ja, hier ist wohl die Krankenstation. Hier hat sich wohl jemand auf dem Schulhof geschnitten. Sonst kann ich mir das Blut nicht erklären. Gut, dann ist da nur die Tür. Ein kleiner Raum. Gut, fangen wir mit der Tür hier hinten an. Ist abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, da geht's weiter. Geht nicht auf, verschlossen. Oh. Mhm. Schön. Da sind Füße. Oh, der sieht nicht gesund aus. Das ist wohl hier so der Junkie. Der macht aber nichts, oder? Nein, bitte nicht. Haben Sie doch Mitleid. Nein. Wo zum Teufel sind wir hier überhaupt? Bitte nicht. Hey. Bitte, bitte nicht. Ich werde dir nichts tun. Hä? Oh, bist du auch drauf reingefallen? Worauf reingefallen? Kapierst du es nicht? Du musst dir verschwinden. Schnell. Okay, dann raus hier. Lass mich bitte nicht zurück. Auf keinen Fall. Er ist wahnsinnig. Versprochen. Nein, ich lass dich nicht zurück. Teamkarana, okay. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Na, geh doch mal aus dem Weg hier. Du siehst irgendwie aus wie... Ja, ich weiß nicht. Gesund siehst du nicht aus. Vor allem barfuß läuft er hier rum. Er hat hier immer eine Waffe versteckt. Du kennst dich hier aber ein bisschen sehr gut aus, wa? Macht der was? Nö. Der weiß, dass da eine Waffe versteckt ist, okay? Na gut, dann wird's wohl. Nee. Das könnte tief sein. Ah ja, gut. Und runter kommt man auch nicht. Also wird's wohl zurückgehen. Wieder durch den ganzen Schlamm. Also hier geht's halt nicht weiter, ne? Nee. Wow.
Nachbar. Das schaffen wir nicht. Tut weh, was? Boah, was ist das? Weg, 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 weg. Lass mich durch. Komm. Komm, ich komm. Ja. Komm, ich bin schon weg. Ja, ich schiebe. Ich schiebe. Gib dir Deckung. Schieß doch! Schieß doch, verdammt! Komm, schnell raus! Komm! Oh, ich glaube, Lina ist sich selbst am nächsten. Ui! Jetzt weiß ich, warum die Löcher da sind. Ah, lass mich durch! Ah, hui, aus! Lass mich durch! Du sagst. Na, ey! Ich kann nicht hopsen, ich kann nicht springen. Lass mich durch. Oh oh. Ich sehe nichts mehr. Ah. Komm, lauf. Lauf, lauf, lauf. Nein! Wer macht da uns zu? Los, erzähl schon. Wie war dein Date? Kenny ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen. War wohl eine wilde Nacht, oder? Von wegen. Wenn ich den Kerl erwische, ist der dran. Was war denn los? Hat mich versetzt. Es reicht mir langsam mit deinem Bruder. Aber wenn er nicht bei dir war, vielleicht ist ihm... Glaubst du, ihm ist was passiert? Und Josh? Wo ist Josh? Keine Trödelei. Der lässt uns keine Minute aus den Augen. Los, Beeilung! Mr. Garrison, Tore schließen. Zu spät komme in mein Büro. Ja, das Sonnenlicht ausnutzen, solange es da ist. Setzt euch bitte und seid still. Hey, Ladies, warum seht ihr so bedrückt aus? Kenny ist verschwunden. Du weißt nicht zufällig, wo er ist, oder? Nein, habt die ganze Nacht an meinem Film gebastelt. Seit gestern Abend hat ihn keiner gesehen. Ich mach mir langsam Sorgen. Ich hab's. Aliens haben ihn auf ihr Schiff gebeamt, ihn zu Experimenten missbraucht und dann gekillt. Josh! Hinsetzen, junger Mann. In Ordnung. Heute beschäftigen wir... Wir sollten die Polizei rufen. Was meint ihr? Hey, wenn er nicht auftaucht, treffen wir uns um 6 an der Cafeteria und suchen ihn einfach. Aber die Bullen sagen's meinen Eltern. Okay, genial. Mein erster echter Ermittlungsfall. Nichts funktioniert in der blöden Schule. In 5 Minuten müssen wir eh los. Hör auf damit, Josh. Das nervt. Komm schon. Wir müssen unsere Ermittlung doch dokumentieren. Psst, da ist jemand. Verschlossen. Okay, das ist nur der Hausmeister. Aber wie sollen wir jetzt hier rauskommen? Ich habe eine alte Karte der Schule gefunden. Die können wir gut brauchen. Ja, da werden wir wohl jetzt einen Weg finden müssen, hier rauszukommen. Ah, der Direktor war ja auch nett. Mach die Tür zu, so spät kommen wir gleich zu mir ins Büro. So, die Keule blinkt schon so schön, die nehmen wir gleich mal in die Hand. Wenn man uns erwischt, fliegen wir garantiert. Bestimmt. Ja, nur weiß ich gar nicht, ob wir da irgendwie lebend davongekommen sind. Wir wurden ja plötzlich da eingesperrt. Gut, Ashley ist sauer, weil er nicht zum Date gekommen ist und sie versetzt hat. Ich glaube, er hatte ganz andere Probleme, möchte ich mal sagen. Gut, da blinkt eine CD. Mit diesen CDs kann man speichern. Man kann nicht überall speichern, sondern immer nur, wenn man eine CD hat. Na gut, dann werden wir mal sehen, wie wir hier rauskommen. Die Tür war verschlossen. Na. Er hat kein Kleingeld. Kann sich keine Dose holen. Ah, die Steuerung ist auch gut. Was haben wir hier? Schülerzeitung. Shen Matthews hat die Flamemore-Fahne hoch. Er hält die Flamemore-Fahne hoch.
Sie ist die Sängerin beim Finale der Sendung Meister Greeny. Mhm, gut. So, was haben wir hier? Dieses Schrott-Schultelefon sind schon seit Urzeiten außer Betrieb. Was stand da? Ja, außer Betrieb. Das Schloss sollte kein Problem sein. Gut, dann machst du auf. Mhm. Für diese Tür fehlt... Was? Fenster? Wenn die das da so hinschreiben... Ah ja. Okay. Das war ja sehr auffällig. Eine Tür mit Fenster. Gut, den Draht braucht man dann wahrscheinlich dafür. Um die Tür da vorne zu knacken. Weil die ja kein Problem ist. So. Gelter Josh. 29. November 85. Klassenlehrer ist der Walten. Ein erfolgreiches Halbjahr. Josh ist lebhaft, einfach, einfallsreich und wissensbedürftig, manchmal etwas zu sehr. Wurde beim Durchsuchen des Büros von Professor Colgan ertappt. Mhm. Josh ist beim Nachforschen äußerst begabt und bekannt dafür, Informationen aufzuspüren, die sich für ihn als hilfreich erweisen können. Okay. Shem, 23. August 86, Klassenlehrer soll walten. Ausgezeichnete Schülerin, sehr gut. Gut gemacht sozusagen. Die sogenannte Beratung von Freunden bei Klassenarbeiten wird künftig jedoch nicht mehr toleriert. Ah ja. Medizinische Begabung. Shen ist mit Sicherheit dazu bestimmt, Ärztin zu werden. Ihre Heilerfolge sind unerreicht. Gesundheitsrate von plus 25%. Und Thompson Ashley, 17. Januar 85, Klassenlehrer Herr Walten. Dieses Halbjahr waren Fortschritte zu verzeichnen, es liegt jedoch noch ein langer Weg vor ihr. Ashley täte gut daran, weniger vorwitzig zu sein und sich stattdessen auf Sachdienliches zu konzentrieren. Begabung im Bereich Selbstverteidigung. Ashley hat bei der von der Schule organisierten Einführung in den Umgang mit Verteidigungswaffen wahrlich geglänzt. Schwer die Schrift zu lesen. Ah, da war... Upsi. Was war da oben noch? Karte? Ah, das ist die Karte, die er gefunden hat. Okay. Sehr oberflächlich, würde ich sagen. Josh, Ashley und wie hieß sie? Shen. Gut. Also die Punkte zeigen an, wo sich die Charaktere befinden. Gut. Wo haben wir hier noch irgendwas? Hier ist noch was zu erledigen. Hier ist noch etwas zu erledigen. Ach Gott. Gut. Was können wir denn noch erledigen hier? Die Tür bleibt abgeschlossen. Ah ja. Ich habe kein Geld, du hast da die Scheibe gerade eingeschlagen. Liegen lauter Dosen auf dem Boden. Ah, hier kannst du den Energy trinken. Ein. Die auf dem Boden nicht mehr. Und er hat kein Geld. Das war ein Quatschkopf. Ich glaube, wir müssen das Schloss knacken. Ja, das glaube ich auch. So, ich denke, sie habe ich jetzt aktiviert, ne? So, 8 ist Hilf mir. Taste 2 ist Teamkameraden eine andere Waffe geben. 6 ist Folg mir. Und 4 ist Bleib hier. Okay. Hm, ja, dann werden wir ja das Schloss. Das Schloss sollte kein Problem sein. Ja. Achso, gedrückt halten. Oh na. Gedrückt halten. Ach, offen. Ja, dann werden wir wohl
in der nächsten Folge mal sehen, wo wir jetzt hinkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Nein, die Tür ist doch offen, Mensch. Ich bin gerade am Abmoderieren. Ja, und ich hoffe halt, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn es heißt, was ist hinter dieser Tür? Hat mich gefreut und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.